Du greif mir unterm Vorn noch einmal ins Lenkrad. Dann aber. Gerst, ich bitte dich, das ist ein Bahnübergang, das heißt doch jedes Kind. Auto bleibt stehen, Gefahr kann man sehen. Erst. Ja, wo hast denn den Spruch her? Achso, du bist ja aus der Versicherungsbranche, ne? Und andererseits, warum haben wir dann Brems? Weil wir brave Autofahrer sind und weil du sonst überhaupt nie die minus 7 von der ADI kriegst. Ja, ist gut, so jetzt. Na los, steig aufs Gas. Na super, jetzt blinkt's wirklich, jetzt kommt wirklich ein Zug. Gebiete, wir haben's doch eh nicht alles. Sag, Ja? Sag, wenn wir schon Zeit haben, wie ist denn das eigentlich, wie ist denn das eigentlich gelaufen, welcher Kampagne da, das, na Leiber und ich bin im Kino oder so. Na toll! Ja, gratuliere. Na, das heißt nicht na Leiber, das heißt na toll. Und übrigens, sehr Leiber. Was? Achso, ja. Die Kampagne, ja, ja. Genau. Eure Plakate waren ja nicht zu übersehen. Mhm. Glaube ich, so PR hätte ich auch gerne mal. Die war ja angeblich sehr erfolgreich. Na Logo, ich meine bitte, wo sonst kriegt man als Autofahrer nur minus 7 Bonusstufen unter die Null? Ach so, das gibt's aber nur bei der HDI, glaube ich. Na Logo! Geht das eigentlich für so ein Auto, oder? Ja, sicher, ich meine, eine Zusatzversicherung geht ja immer. Ja, Zusatzversicherung, immer am Verkaufen. Jetzt komm, aber was willst du an dem Schirm noch versichern? Naja, also eine Rechtsschutzversicherung passt schon, aber ich meine, ich habe mir was anderes. Warum bist du eigentlich so grantig die ganze Zeit? Ich bin nicht grantig. Na sicher. Ich bin verunsichert. Okay, wieso? Naja, ich bin verliebt. Na, das ist doch super. Aber das wird schon wieder alles so intensiv und dann zieht man zusammen und dann tut man heiraten und. Ja, hey. Ja logisch, ne? Wenn's passt, ja, wenn's passt, muss man nicht heiraten. Das ist. Naja, okay. Wozu heiraten? Ich weiß nicht, warum macht man immer die gleichen Fälle. Wozu heiraten Leute? Erklär mir das einmal. Weil Mann glaubt, dass Frau sowas einmal im Leben unbedingt hören will. Oder weil Frau glaubt, dass Mann wahnsinnig gern arm im Leben mit Blumen vor ihr knien will. Nein, wir wollen das nicht. Das ist voll peinlich. Das schaut scheiße aus. Die Knie dann weh. Was hat Ehe mit Liebe zu tun? Mit einer harmonischen Beziehung? Gar nichts. Was glauben wir denn? Wir können uns aneinander ketten, damit die Liebe nicht vergeht. Das funktioniert doch nicht. So deppert sind nicht einmal Hunde. Und jetzt wollen die Schulen auch noch heiraten. Das bringt nichts. Ehe ist veraltet, ja, das ist völlig veraltet, da geht es um Erbrecht, um Sorgerecht, um solche Dinge ist da gegangen, so ehrlich muss man schon mal sein. Das ist eine Zweckgemeinschaft für billigeres Wohnen und Vermehrung von Wohlstand. Gegründet in einem festlichen Rahmen, wo Mann und Frau sich versprechen, noch dazu vor ihren besten Freunden sich ein Leben lang zu lieben. Natürlich, gibt es was Naiveres, aber ja, ich brauche doch für Ehe keine amtliche Bestätigung. Nein, nicht. Und alle, die da unten sitzen in der Kirche im Standesamt, die wissen das. Die wissen das ganz genau, dass das nicht funktionieren wird und jeder freut sich. Der eine grinst, der andere heult. Abgesehen davon, hast du das Wort Versprechen schon mal hinterfragt? Nein. Das kommt von sich versprechen, aber garantiert. Wollen Sie, gnädige Frau, den hier anwesenden Herrn? Ja. Ups. Ja, mein Lieber, und dann ist es spät. Wenn du einen Vertrag kriegst, dann kriegst du einen Kontrakt, eine Heiratsurkunde. Ich meine, lass dir das einmal auf der Zunge zergehen, du kriegst da Urkunden dann. Ja, wie nach einem Skirennen, wie nach einer bestandenen Prüfung, dabei hat man das Ganze erst vor sich. Ich verstehe das nicht. Ich würde wirklich total gerne einmal an die Uni gehen. Ja, ich gehe an die Uni, ich inskribiere dort für Medizin und verspreche gleich bei der Anmeldung am Schalter hoch und heilig, dass ich ein ganz toller Arzt sein werde. Dann lass ich mir die Urkunden geben und fange an zum Operieren. Ja? Das ist sowas von paradox. Ja, aber so ist es doch. Vielleicht geht es wirklich um den Namen dabei. Was? Dann. Ja, dann geht es halt um die Namen. Okay, soll es um die Namen gehen. Ja, das kann ich ja nur irgendwie verstehen, dass man gleich hassen will, aber das kann man doch einfacher lösen, bitte. Wie? Wie meinst du? Ja, was weiß ich. Jeder, der länger zusammen ist mit einem anderen als 3 Monate, wird amtlich registriert und kriegt automatisch einen Doppelnamen. Ja, und bei der Scheidung, wie ist dann? Ja, ab Dreifachnamen, wenn man sich trennt und wieder verliebt, gibt es dann Dreifachnamen, so. Und wenn man sich wieder trennt und wieder verliebt, ja, und wieder trennt und wieder verliebt, Achtfachnamen, weiß ich nicht, muss man aus den Anfangsbuchstaben einen neuen Namen bilden. Ja, was, wenn keine
Selbst laut der Besserung kriegt man automatisch die polnische Staatsbürgerschaft. So. Und ach, Haushaltsversicherung. Ja, jetzt hör auf mit der Verkauferei. Wirklich, du bist ja sowas von deppert. Nicht vergessen, HDI-Trabrenntag in der Kreau am 6. Juni. Na toll. Ich rede mit einem Pferd und einer Voodoo-Puppe. So, kommt jetzt irgendwann der blöde Zug. Ich kann dir in der Zwischenzeit was über die neue HDI-Homepage erzählen, wenn du willst. www.hdi.at, was willst du mir da erzählen? Kann ja jeder nachschauen. Naja. So, na, mir reicht's. Aus. Ich fahr jetzt. Jetzt schaust du bitte was bei. So kriegst du nie die -7 von der HDI. So nämlich garantiert original nicht.